ganz, ganz herzlich zur Eröffnung der Kunstausstellung Frauenschönheit hier im Rathaus der Gemeinde Hatten herzlich willkommen. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Uwe Heumann, ich bin stellvertretender Bürgermeister. Ja, meine Damen und Herren, wie Sie bestimmt wissen, ist Kultur und Kunst in unserem Rathaus sehr gut aufgehoben. Denn wir, die Gemeinde Hatten, unterstützen unsere Künstler. Gleichwohl, ob es jetzt Maler, Fotokünstler, Bildhauer, Musiker, Schriftsteller, Musikgruppen, Sänger oder Sängerinnen sind. Und wir unterstützen sie sehr, sehr gerne. Meine Damen und Herren, daran hat natürlich unsere Kultur- und Tourismusbeauftragte Frau Marianne Fieder-Bargfeld großen Anteil, die sich für fast alle Veranstaltungen verantwortlich zeigt. Sie organisiert und geht, soweit möglich, auf fast alle Wünsche ein. Sie schafft es immer wieder mit Bravour, natürlich zusammen mit ihrem Team, dass die Veranstaltungen reibungslos ablaufen und einfach gelungen sind. Danke, Marianne und Team. Denn Kunst funktioniert nur mit Menschen, die für Kunst zugänglich sind und sich daran erfreuen können. Gleichzeitig möchte ich Sie alle bitten, dass Sie als Multiplikatoren fungieren und über diese Aufstellung erzählen. Damit viele Menschen, die heute keine Zeit gefunden haben, noch bis zum 7. Juni in den Genuss dieser Aufstellung kommen. Es wäre doch schade, wenn Ihnen die Ausstellung Frauenschönheit entgehen würde. Ganz besonders begrüße ich jetzt unseren Künstler, der diese Ausstellung initiiert hat. Ich begrüße den Fotokünstler, Autor und Verleger Jack Denver. Außerdem begrüße ich den Hamburger Künstler Frank Rosenzweig, der die Einführung in die Ausstellung Frauenschönheit vornehmen wird. Und ich begrüße Serge Ottley, der die Ausstellung am Flügel musikalisch untermalen wird. Jack Denver hat mich gebeten, ein paar einleitende Worte zu seinem Werk und zu seinen Bildern zu äußern. Aber sein Werk und seine Bilder, ohne Künstler kein Werk. Ohne Künstler keine Bilder. Apropos Künstler. Lieber Jack, falls du nochmal mit einer genauen Vorstellung jemanden darum bittest, etwas zu erledigen, frag keinen Künstler. Es kommt was völlig anderes bei raus. Dieser sperrige Begriff Frauenschönheit stammt aus dem Jugendstil, stammt aus der Belle Époque. Die Frauenschönheit in der Belle Époque, im Jugendstil, weil das im Grunde der Umbruch in der Kunstgeschichte war zu dem Frauenbild von heute. Vorher wurde die Frau immer nur wahrgenommen als die Frau von und auch da nur von ihrer Kleidung aus, vom Äußeren der Kleidung nach innen nicht, sondern einfach vom Äußeren auf die Wirkung in die Gesellschaft, weil damals waren die Frauen auch angezogen mit diesem Korsett. Die Stundenblassfigur war sehr aktuell und die anderen Frauen wurden schlichtweg gar nicht wahrgenommen. Die Bäuerin, die Magd, die Haushaltshilfe wurde einfach nicht wahrgenommen. Gesellschaftlich wurden die Frauen wahrgenommen von irgendwelchen bekannten und berühmten Männern. So, mein lieber Freund Jack verlangt von sich selbst viel und verlangt auch von seinen Arbeiten viel. Das heißt, thematisch wird sehr viel bearbeitet. Ganz schnell fällt auf das Multikulti. Ganz schnell fällt auf das Rollenspiel der Frau. Es fällt auf, dass es nicht um die Superschönheit geht, sondern eben um die verschiedenen Sachen. Und ansonsten möchte ich über die Bilder noch ein folgendes Zitat loswerden. Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist, dass wir über alle Maßen hinaus kraftvoll sind. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die wir am meisten fürchten. Wir fragen uns, wer bin ich denn, um von mir zu glauben, dass ich brillant, großartig, begabt und einzigartig bin. Aber genau darum geht es. Warum sollst du es nicht sein? Dich klein zu machen, nützt der Welt nicht. Es zeugt nicht von Erleuchtung, dich zurückzunehmen, nur damit andere Menschen um dich herum nicht verunsichert sind. Wir alle sind aufgefordert, wie die Kinder zu strahlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit, die in uns liegt,
auf die Welt zu bringen. Sie ist nicht in einigen von uns, sie ist in jedem. Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, geben wir anderen Menschen unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, befreit unser Dasein automatisch die anderen. Also, wie gesagt, ich persönlich werde weiter daran arbeiten, dass Frauen noch mehr zur Geltung kommen, noch mehr Recht haben, dass wir nicht mehr über eine Frauenquote diskutieren müssen, sondern dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass Frauen in jedem Platz in der Gesellschaft ihr wirken können und da sind. Das finde ich extrem wichtig. Ne? Und deswegen auch das Thema Frauenschönheit, weil ich in der Frau nicht nur die äußerliche, sondern auch vor allen Dingen auch die innere Schönheit sehe, die innere Leistungsfähigkeit, die vielen Rollen, die eine Frau im Leben einnehmen kann, einnehmen muss, einnehmen soll, einnehmen möchte. Das ist ja durchaus sehr unterschiedlich variiert, wie eine Frau in eine bestimmte Rolle hineinkommt. Und habe das versucht, in den Installationen hier und auch in den Bildern so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Ich fange mal hier im Seitengang an. Da werden Sie Bilder finden, die einen Titel haben. Und die Bilder sind nicht erkennenderweise eine einfache Fotografie, sondern sie sind Collagen. Ich werde zunächst nicht erzählen, welche Geschichte hinter welchem Bild steckt, sondern ich würde das spannend finden, wenn Sie sich die Bilder anschauen und dann vielleicht kommen und sagen, ich hätte da eine Idee. Sie können in den Bildern verschiedene Elemente entdecken, die Ihnen vielleicht einen kleinen Hinweis geben können, was es sein könnte. Manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ich glaube, in Summe ist es sehr spannend und wie gesagt, ich lade Sie herzlich rein, das herauszufinden. Im langen Gang finden Sie Porträts von Frauen mit verschiedenen Herkünften. Ich bin vorhin schon gefragt worden, ich bestätige es nochmal, ich bin nicht durch die Welt gereist, habe die Damen nicht vor Ort besucht und nicht vor Ort fotografiert. Das sind alles Frauen, die in Deutschland leben, die mir aber im Laufe meines Lebens an unterschiedlichen Plätzen in der Welt begegnet sind. Und zu jeder Frau gibt es auch eine Geschichte, die ich dann gerne auch auf Befragung erzähle. Hier im vorderen Teil finden Sie einmal eine Vitrine, in der sich tatsächlich ausgehend von dem Buch von Professor Haig aus dem Jahre 1902 eine Schilderung findet, wie Frauen gesehen wurden zu 1900 und auch davor. Ich habe ein paar Beispiele rauskopiert und vergrößert, damit man ein bisschen besser sehen kann. Sie finden Frauen aus der englischen Kultur, aus der französischen Kultur und aus vielen anderen Bereichen und wandern dann in der Zeitgeschichte nach oben, sodass wir in der Zeit um 37, 40, 45, ganz oben haben wir dann nochmal 1700, sehen können, wie Frauen, wie Frank es vorhin auch gesagt hat, eben zum Teil völlig geschlossen, hochgeschlossen, züchtig ihrer Rolle und Aufgabe nachkommend dargestellt wurden und in keinster Weise in der Form als Frau präsentiert wurden, als Mensch, als Individuum, als Ich, als Sein. Und da kommen wir dann, sind wir dann bei den Bildern und so weiter. Die Installation hier ist etwas, was ich vorher so nicht angekündigt habe. Das ist eine sogenannte Mitmach-Kunstinstallation. Das heißt, Sie sind alle herzlich eingeladen, an diesem Objekt mitzuwirken. Ich habe einen kleinen Anfang gemacht, indem ich hier Dinge aufgebaut habe, reingelegt habe, die klassischerweise zu dem Leben einer Frau dazugehören. Nicht, dass sie das so machen müsste, aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wir ganz, ganz viele Facetten, ganz, ganz viele Rollen finden, die in die Frau hineinschlüpft. Und ich habe diese Dinge hier reingebracht und lade Sie herzlich ein, diese Installation zu ergänzen mit Dingen, wo Sie sagen, das gehört für mich zu dem Leben einer Frau dazu. Ich möchte da nochmal dazu sagen, bitte überlegen Sie sich, ob Sie das tun möchten, weil Sie bekommen es nicht wieder. Wenn Sie sich davon trennen wollen, herzlich gerne. Schreiben Sie bitte Ihren Vornamen mit auf, damit der nächste Besucher, der sich das anschaut, eben auch den Eindruck bekommt, wie er jetzt ist, dass eben schon verschiedene Frauen dort etwas hineingegeben haben. Ich würde dann gerne, wenn die Ausstellung im Juni zu Ende ist, diese Installation nehmen, um daraus ein neues Kunstprojekt zu machen, in der Hoffnung, dass sich ganz, ganz viele von Ihnen daran beteiligt haben und Dinge hinzugegeben haben, die uns zum Ende der Ausstellung dann ein großes Spektrum an Ideen geben, was Sie persönlich als Accessoire aus dem Leben einer Frau sehen. So heißt auch die Installation aus dem Leben einer Frau. Hier in der Vitrine habe ich Ihnen Sachen reingelegt, die ich nutzen möchte, um sie zu verkaufen. Ich habe einmal eine Genesungskarte kreiert, die Sie gerne verschenken dürfen an jemanden, der gesundheitlich
vor einer Herausforderung steht, der etwas Zuspruch braucht, dem man ein paar nette Worte schenken möchte. Sie ist in der Mitte symbolisiert durch einen Baum als Wachstumskraft für die Gesundheit. Die Blätter sind das Emblem des Brustkrebses mit der Farbe des Brustkrebsmonats Oktober. Und die Karte können Sie gerne kaufen für 15 Euro. Das Geld geht nicht an mich, sondern es geht zum einen an die Damen von der Selbsthilfegruppe hier aus Oldenburg. Herzlich willkommen. Und zum anderen an den Verein Zebra aus Düsseldorf, die sich mit dem Thema Brustgesundheit beschäftigen. Das heißt, es wird paritätisch aufgeteilt, das gilt. Das gilt auch für die Skulptur, die hier abgebildet ist. Ich habe hier eine Form der Natur in Beton gegossen und durchnummeriert. Zu jeder Skulptur gibt es ein Echtheitszertifikat und auch dieses Geld kommt beiden Vereinen zugute. Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, freuen sich die beiden Vereine bestimmt sehr. Gemälde eines berühmten Künstlers, das im Laufe der Jahre immer wieder interpretiert worden ist, von Malern, von unterschiedlichen Künstlern. Und ich habe es auf diese Art und Weise umgesetzt. Also Ophelia liegt tatsächlich im Teich, normal, also im Seerosenteich, gewöhnlicherweise auf dem Rücken mit Bekleidung und in einer Lichtaue im Wald liegt sie dort im See. Und ich habe es auf diese Art umgesetzt. Seerosenblätter, wir dachten nicht, das wären auch Rosen. Nee, aber Seerosen sind ja auch Rosen. Genau. Ja. Genau.